Los geht's. Warten Sie. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren wollen? Vielleicht sollten wir besser nichts verändern. Was? Was? Wir möchten nicht, dass wir gehen. Ja, wir fahren fort. Wie Sie möchten. Oh je. Du hast das Spiel kaputt gemacht. Hallo, hab ich gar nicht. Software-Instabilität. Rede mit Amanda. Wir haben rausgekriegt letztes Mal, dass Amanda selber eine Androidin ist. Wo ist sie denn? Aber das hat mich wirklich überrascht, dass sie ein Android ist. Kann ich hier querfeld einlaufen? Ja. Oh. Nee, wenn du so guckst, wir schaffen das bestimmt auch über einen Weg. Das müssen wir nicht so riskieren. Nee. Ja. Nutz Wege. Jetzt kommt bestimmt irgendeine Mutprobe. Die will testen, ob wir die auf den Befehl gehorchen oder sowas. Mit Wetten. Nee. Ich hab gesehen, da ist ein Stückchen Erde. Nee. So. Nach den Geschehnissen heute steht das Land vor einem Bürgerkrieg. Die Maschinen erheben sich gegen ihre Meister. Die Menschen haben keine Wahl, als sie zu zerstören. Ich dachte, Kamsky wüsste etwas. Ich lag falsch. Vielleicht stimmt das. Aber du hast nicht gefragt. Warum hat Kamsky Cyberlife verlassen? Was ist passiert? Das ist lange her, Connor. Es betrifft deine Untersuchung nicht. Spiel ein Stück lauter machen, sehr gerne. Ich bin nicht einzigartig, nicht wahr? Wie viele Connors gibt es? Diese Frage hat wohl kaum etwas mit der Untersuchung zu tun. Da war ein Foto von Amanda bei Kamsky zu Hause. Sie war seine Lehrerin. Ich erwarte von dir, dass du Antworten findest, Connor. Und dass du keine Fragen stellst. Ja, so egal, ob die uns nicht mag. Hast du in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches erlebt? Als dass du tot bist. Oder Konflikte? Empfindest du etwas für diese Abweichler? Oder für Lieutenant Anderson? Ich weiß nicht, worauf sie hinaus wollen. Ich fühle gar nichts. Das wissen sie. Wollen sie etwa andeuten, dass ich gefährdet bin? Nein. Nein, natürlich nicht. Ich hoffe, dass es auch so wahrgenommen wird, dass ich quasi nicht die Wahrheit gesagt habe und nicht, dass das jetzt irgendwie das stabilisiert wird. Das FBI übernimmt. Was? Was? Aber wir sind an was dran. Wir brauchen nur mehr Zeit, Hank, ich bin sicher. Du kapierst es nicht. Das ist keine normale Untersuchung mehr, das ist ein scheiß Bürgerkrieg. Wir haben es nicht mehr in der Hand. Es geht hier um die nationale Sicherheit. Scheiße, du kannst jetzt nicht den Stecker ziehen, wir sind so nah dran. Ich dachte, du kannst Androiden nicht ausstehen. Himmel, Hank, entscheid dich mal. Ich dachte, du wärst froh darüber. Wir knacken diesen Fall. Wir sind schon ganz kurz davor. Verdammt, Jeffrey, kannst du mich nicht ein einziges Mal unterstützen? Ich kann nichts für dich tun. Du bist wieder beim Mord. Und der Android geht zurück ans Cyberlife. Tut mir leid, Hank. Es ist vorbei. Ich mag Hank. Hm.
Denk. Mal erstmal umgucken, ob wir noch irgendwas anderes finden. Da lang. Den Tisch. Wir können nicht einfach aufgeben. Ich weiß, wir hätten den Fall lösen können. Du gehst also zurück zu Cyberlife? Ich habe keine Wahl. Man wird mich deaktivieren und mein Versagen analysieren. Was, wenn wir auf der falschen Seite sind, Connor? Was, wenn wir gegen Menschen kämpfen, die bloß frei sein wollen? Wenn die Abweichler sich erheben, kommt es zum Chaos. Wir hätten sie stoppen können. Nein, das war falsch. Jetzt ist es zu spät. Als du den Androiden nicht töten wolltest, da bei Kamsky. Du hast dich in sie hineinversetzt. Du hattest Mitgefühl, Connor. Mitgefühl ist eine menschliche Emotion. Ich weiß nicht, wieso ich es tat. Ich weiß, es war nicht immer einfach. Diese Schlagwörter machen mich fertig. Aber die Zusammenarbeit mit Ihnen war mir wirklich eine Freude. Und dieser Satz steht nicht in meinem Beziehungsprogramm. Ich meine das ernst. Zumindest glaube ich das. Na, sieh mal an, da kommt Perkins, das blöde Arschloch. Sie verschwenden keine Zeit beim FBI. Wir können nicht aufgeben. Die Antwort liegt irgendwo in den gesammelten Beweisen. Wenn Perkins sie mitnimmt, ist es vorbei. Wir können nichts tun. Du hast Fowler gehört. Wir sind raus. Sie müssen mir helfen, Lieutenant. Ich brauche mehr Zeit, um in unseren Beweisen einen Hinweis zu finden. Ich weiß, dass die Lösung vor uns liegt. Hör zu, Connor. Wenn ich den Fall nicht löse, wird Cyberlife mich zerstören. 5 Minuten. Mehr will ich nicht. Der Kellerschlüssel liegt auf meinem Tisch. Oh nein. Und beeil dich, ich kann sie nicht ewig aufhalten. 5 Minuten. Nehmen. In den Asservatenkammer. Wo ist die? Aufhören, Lieutenant! Ich brauche nur 5 Minuten. Wie gut. Hey, Connor. Ich mag Hank. Ich rede mit dir, Arschloch. Wo willst du hin? Wir brauchen die... Hey, Arschloch, ich rede mit dir. Nee, das müssen wir uns nicht geben. Auf eine schöne Umschreibung. Hm? Ein knallharter, exzentrischer Polizist aussuchen. Den Hundenamen. Scheiß Passwort. Natürlich. Wie gut. Ach du Scheiße. Die Androiden sind da gesprungen. Oh Gott. Wo ist Jericho? Oh no. Du antwortest dir irgendwo. Gott. Die Zeit läuft. Einer der Abweichler, die mit Marcus den TV-Sender gehackt haben. Er muss das Versteck der Abweichler gekannt haben. Was? Okay. Der Android, der seinen Besitzer ermordete. Reaktivierung unmöglich. Achso! Moin, Nettie. Und irgendwelche Zahlen. Aktivierung erforderlich? Die beiden
den Tracys aus dem Eden Club. Wollten sie auch nach Jericho? Wussten sie, wie sie es finden? Aktivierung unmöglich. Achso, ich kann einen reaktivieren. Ach du Scheiße. Erforderlich. Jetzt. Da, erforderlich 3983. 3983. Gott. Ja, zurücklegen. Dieses unglaubliche Tagebuch. Ruperts Tagebuch. Aber es ist nutzlos. Es ist verschlüsselt. Was ist das hier? Ach, die Jacke kann ich mir nicht angucken. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Doch sie ist auch eine Warnung. So cool. Unsere Sache ist gerecht und wir werden um diese Rechte kämpfen. Kein Mensch wird in Frieden leben, bis wir frei sind. Ihr wisst jetzt, wer wir sind und was wir wollen. Wir sind lebendig und wir fordern unsere Freiheit. Marcus, wo versteckst du dich? Minuten. Ist vergessen. Hier, kann ich hier wieder weggehen? Achso, Tab. Okay, die Zeit läuft nicht. Oh Gott. 6755W. Hab ich schon gesehen. 6755W. Oh. Oh nein, nicht. Nein, nein, nein. Oh, falsch. Zurück. Ich will's nicht nehmen. Ich habe mich verklickt. Ah, nee. Wieder einsetzen. Gott, dann haben wir ihr das von ihrer Freundin gegeben. Hat sich nicht in den Kopf geschossen? Tracy. Wo ist Tracy? Du musst mir helfen. Ich kann ein Desaster verhindern, aber ich muss wissen, wo Jericho ist. Ich erinnere mich. Wir hätten fliehen können. Frei sein. Das ist genau die falsche gewesen. Du hast uns getötet. Schalt mich an. Ich will lieber tot sein, als ohne sie zu leben. Sie auszutricksen. Soll ich sie denn austricksen? Können wir untersuchen ihn noch? Der Abweichler, der das Kind als Geisel nahm. Echt, den kriegen wir. Ah, wirklich? Den kann man. 4, 7, 17. Soll ich sie denn austricksen? Sie auszutricksen. Sicherheits. Nein! Oh Gott! Oh Gott! 4717, das war doch hier auch. 4717. Den Kopf abreißen! Gott, ey! Gelogen, Connor. Ich hab dir vertraut und du hast gelogen. Es tut mir leid, was passiert ist.
Man wird dich reparieren und dir die Freiheit zurückgeben. Cool. Aber du musst mir sagen, wo Jericho ist. Du vergeudest deine Zeit. Ich weiß nichts über Jericho. Aber ich hoffe, du wirst doch für deine Taten bezahlen. Was braucht ihr da ganz eigentlich? 3 Minuten noch. Nicht was anderes? Ich will nicht den Kopf abreißen. Nein! Nein! Nein, 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 nein. 3983. 3983. 3983. Hinten, Chef, nein! Aber wenn uns nichts anderes bleibt, oh mein Gott. Skrupellos. Uns bleibt gleich nichts anderes mehr übrig. Es ist dunkel. Wo bin ich? Ich habe dich reaktiviert, damit du mir hilfst. Ich muss Jericho finden. Ich kann deine Stimme nicht erkennen. Du bist keiner von uns. Ich verrate dir nicht, wo Jericho ist. Jetzt lass mich in Ruhe. Soll ich ihn austricksen? Wie soll ich das denn machen? Ihn austricksen. Mitnehmen? Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Doch sie ist auch eine Warnung. Wer ist da? Wer bist du? Es ist alles in Ordnung. Keine Sorge. Marcus? Bist du das? Ich wollte zu dir. Der Abweichlerjäger hat mich gestoppt. Dank dir hat er mich nicht gefunden. Du hast mich gerettet. Du hast Jericho gerettet. Jetzt wird alles gut. Ich werde dich nach Hause holen. Sag mir, wo ich Jericho finde. Wir müssen los. Wo du Jericho findest? Ja. Ja, natürlich. Marcus? Ist das du, Marcus? Verlass mich nicht, Marcus! Davon träume ich, seit ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Nein! Tun Sie das nicht, Gavin. Ich weiß, wie man die Abweichler stoppen kann. Du bist raus. Und jetzt mache ich es endgültig. Nicht dein Ernst? Scheiße, ach du Scheiße. Nein, das ging daneben. Oh Gott, ist das schnell. Nee, oh Gott. Rumgeschnüffelt. Scheiße. Drück den Alarm, schnell! Oh oh.